Wörter, die aus dem Deutschen stammen, hört man in Japan sehr oft. Auch im Bereich Chemie gibt es deutsche Bezeichnungen wie zum Beispiel Kalium, Natrium, Gel, Titan und so weiter. Natürlich sind es auch in Deutschland Fremdwörter, aber sie kamen vermutlich über Deutsche nach Japan. Die Japaner sprechen diese Wörter auch nicht Englisch aus, sondern Deutsch, selbst wenn sie mehr oder weniger eingejapanischt sind. Folgende Wörter stammen zwar aus dem Deutschen, die Japaner benutzen sie aber abgekürzt. Das Wort Semi wird in Hochschulen benutzt und kommt von Seminar. Wie in einem vorangegangenen Video besprochen, wird das Wort Eisen von Bergsteigern verwendet und bedeutet Steigeisen. Das Wort Ruck bzw. Rücku, wie die Japaner sagen, ist eine Abkürzung. Nun raten Sie mal, von welchem Wort das die Abkürzung ist. Die Lösung finden Sie in den Kommentaren.